Hallihallo, ihr Lieben, zum zweiten. Wie angedroht kommt jetzt der Action-Hall. Ich werde es euch ersparen, euch zu zeigen, dass ich wieder Plastikbecher und Holzstäbe zum Rühren gekauft habe. Da habe ich mir einfach die langen, breiten und die kleinen Holzstäbe mit diesem breiten Nupsi gekauft und Plastikbecher halt die großen und die kleinen. Das ist langweilig, die habe ich schon verräumt. Zeige ich euch nicht noch extra. Ansonsten zeige ich euch jetzt in ungefilterter Reihenfolge Bastelzeug und was ich alles gekauft habe, das zeige ich euch genauso, wie es bei mir aus dem Einkaufstrolli gezogen wird. Ich habe da jetzt nicht großartig sortiert, habe ich auch ehrlich gesagt jetzt keinen Nerv für. Es ist schon spät, ich möchte das heute noch fertig kriegen und verräumen und dann einfach wirklich nur baden und mich vors TV bzw. vor den Laptop knallen und einen Film waschen. Ich fange mit den Acrylfarben hier an. Denn die kommen bei mir aus dem Rucksack raus, wo die anderen Sachen auch gerade drin waren. Da habe ich einmal dieses 25er Set gekauft. Da sind 24 Acrylfarben und eine Mischpalette drin. Für 2,79 Euro oder 2,99 Euro. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Habe ich gedacht, können die Farben natürlich, sind so eine billigen Acrylfarben nicht so hochwertig pigmentiert wie die teuren von Schminke. Zum Beispiel. Aber dessen bin ich mir durchaus bewusst, müssen sie auch nicht sein. Für die Zwecke, wofür sie genutzt werden, reichen die vollkommen aus. Dann gab es dieses Kalligrafie-Set für 1,79 oder 1,99. Ich weiß es nicht. Es ist so, ich kann mir die Preise immer nicht merken. Ich bin in der Bastelabteilung oder allgemein durch den Action, da gucke ich weniger auf die Preise. Ich packe einfach ein, was ich haben möchte oder was ich so gerade zwischen die Finger kriege und denke auch, das könntest du mitnehmen. Auf jeden Fall habe ich den hier mitgenommen, weil ich meine Outlines, wenn ich Bilder male, grundsätzlich mit einer Zeichenfeder mache. Und Zeichenfedern, die muss man manuell quasi in Tinte tunken und dann, wenn die zwischendurch mal leer ist oder wenn man zu viel erwischt hat, dann schmiert es. Und ja, da habe ich mir schon einige Outlines mit versaut. Hier hat man einen Tank bei, wo man seine eigene Farbe einfüllen kann. Da werde ich mir meine Zeichentusche einfüllen und gucken, ob ich damit nicht bessere Outlines hinbekomme. Wenn nicht, denn nicht. Dann hatte die liebe Miss Fruchteis letztens diese Cotton Pads für Babys in ihrem Haul drin. Da sind so eine Wattepads drin und sie hatte die dann auch fürs Entfernen des Nagellacks ausprobiert und ich habe irgendwie alles nur Zeug, was extrem fusselt, was auch definitiv daran liegen kann, dass ich Glitzerpigmente im Nagellack habe und das sehr rau ist. Ja, ich mag es nicht, wenn es fusselt, ich mag es nicht, wenn es so übermäßig wattig ist, weil ich mag keine Watte. Ich finde das eklig, dieses Knirschen von der Watte in den Finger. Ich habe mir jetzt aufgrund dessen diese Dinger hier mal mitgebracht. Und werde die mal austesten, ob ich mit denen besser zurechtkomme. Oder ob meine Fingernägel dann aussehen, als ob ich einen Huhn gerupft hätte. Dann gab es wieder, weil mir die entgegenfliegen, diese Süppchen. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt oder vorletztes Mal, dass ich gerne mal so ein Süppchen zwischendurch esse. Weil es einfach schnell geht und manchmal hat man da auch Hunger drauf. Das ist nicht nahrhaft, das ist mir bewusst, aber das soll es auch gar nicht sein in dem Moment. Die waren aber lecker und die haben den Vorteil, die sind in einem Becher drin direkt. Habe ich mir noch drei Stück mitgenommen. Dann habe ich noch einmal diesen Nachfüller. Meinen Nachfüller habe ich nach unten abgegeben zu meinem Vater und meiner Omi. Die passen tatsächlich in den Airwick Freshmatic rein. Und da ich meinen Original Freshmatic Nachfüller jetzt auch inzwischen benutzen musste, habe ich mir nochmal einen von denen mitgenommen, weil die sind günstig. Die kosten, glaube ich, 99 Cent. Irgendwie so um den Dreh. Und die riechen gut, die Orchideen. Sind's. Die riechen gut, das habe ich unten gerochen. Das hat irgendwie so was Puderiges vom Geruch her, finde ich. Sehr angenehm. Sehr angenehm. So, dann kommt der Hauptgrund, weswegen ich gefahren bin. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe es vorhin, glaube ich, erwähnt, dass ich
Fensterrahmen gestrichen habe. Ich möchte ja jetzt das Fenster hier mal so einigermaßen fertig kriegen. Und früher, 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 na, früher, so früher auch nicht. Es gab sonst immer so Schlaufenschals, alle Nase lang bei Lidl, Aldi und Co. im Angebot. Ich habe keine Lust, aus Organza-Stoff mir Vorhänge zu nähen. Natürlich ausgerechnet, denn wenn ich welche brauche, gibt's so ne blöden Schlaufenschals nicht im Angebot, seit Ewigkeiten nicht. Ja, ich habe jetzt gedacht, fährst du zum Action, vielleicht haben die ja irgendwie sowas, was du nur umnähen musst. Gut, hier sind 2,50 lang, sind viel zu lang, ich brauche einen Meter weniger. Ist jetzt auch nicht die Farbe, die ich möchte, dieses Creme-Weiße. Ich hätte es dann doch schon lieber passend zu meiner Wandfarbe. Ich habe mir jetzt von Simplicol. Simplicol? Ist das so? Auf jeden Fall habe ich mir eine Farbe mitgebracht und werde die hier gleich noch in die Waschmaschine schmeißen und färben. Und dann werde ich die morgen umnähen. Vielleicht mache ich hier oben auch diesen Teil ab mit den Metallösen und mache mir da Schlaufen dran. Finde ich, glaube ich, persönlich besser mit Schlaufen. Das muss ich mal morgen schauen. Auf jeden Fall werden die vorab gefärbt, bevor ich die weiter bearbeite mit Umnähen und dergleichen. Das Stück hat 4,99 gekostet, finde ich vom Preis her okay. Das Endergebnis werde ich euch dann zeigen. Dann gab es Feuerzeuggas. Tada. Für 89 Cent. Das Döschen, ich habe mir gleich zwei mitgebracht, weil ich es die ganze Zeit immer vergessen habe zu kaufen. Allerdings haben meine Stabfeuerzeuge, wie gesagt, ja auch aufgegeben. Ja. Also ganz aufgegeben, auch mit nachgefüllt Dämonen. Das ist nichts für dich, Schatzi. Das ist nichts für dich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann zweimal Gas mitgebracht. Kann man auch für den Creme Brûlée Brenner, den ich vorhin gezeigt habe, verwenden. Der ist nämlich auch wieder nachfüllbar. Also insofern keine falsche Anschaffung. Dann hatte ich gestern eine Einkaufsliste gemacht. Eine Einkaufsliste, ja, damit ich nicht so völlig planlos da reinrenne, weil ich auch tatsächlich diesmal ein paar Sachen gebraucht habe. Und habe dann im Internet auch noch geguckt gehabt, was es Neues gibt. Und dann gab es diese Reisesets mit diesen kleinen Flaschen und Döschen. Ey, Tiger! Nicht kratzen. Der randaliert hier und zerkratzt meinen Stuhl. Faden verloren. Ja, diese Reisedöschen habe ich gesehen. Die gab es so mit so drei Fläschchen und drei Döschen. Hab ich gedacht, wenn man mal irgendwelche Flüssigkeiten angerührt hat, so Farben und so, dann hat man ja oft nichts, wo man die reinfüllen kann. Ich habe gedacht, dafür kann man die gut nehmen. Also ich brauche die jetzt nicht zum Verreisen, wenn ich nach Stuttgart fahre. Mit dem Zug fliege ich ja nicht. Da kann ich meine normalen Shampoo-Flaschen mitnehmen. Aber für Bastelutensilien sind diese Döschen und die Flaschen gar nicht mal so verkehrt. Und für 99 Cent, mein Gott. So, dann gab es nochmal Klebemäuse. Auch für 99 Cent das Stück. Da suche ich mich ja jedes Mal dumm und dusselig. Die hängen im Regal immer an derselben Stelle, am selben Haken. Und ich finde die jedes Mal nicht. Und ich war heute sowieso schon so genervt und da bin ich richtig aggressiv geworden, dass ich die nicht gefunden habe. Dann gab es auch schon im Action Nervennahrung. Reese. Nutbar, das ist mit Erdnussbutter. Die sind super lecker. Einer musste auch schon im Bus dran kommen. Ich glaube, ich habe im Bus echt viel Schokolade gegessen. Ja, es hat meine Nerven nur bedingt beruhigt. Nur ganz bedingt. Tiger, geh doch mal zur Seite. So, dann habe ich nochmal 3D-Paints. Pearl-Paints mitgenommen. Die Farbe hatte ich noch nicht. Ich mitgenommen. Das war wieder so die Abteilung, wo ich einfach nur reingeworfen habe. Ach, dann kommt noch mehr. Ich habe nämlich auch wieder 3D-Sticker gekauft. Es gab wieder Mini. Kennt ihr ja schon hinlänglich. Da habe ich einmal nur mitgenommen. Echt nur einmal? Gab es den nur einmal? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, ich hätte den zweimal gekauft. Naja, egal. Denn die Prinzessinnen, kennt ihr auch hinlänglich, habe ich auch zweimal mitgenommen. Die Frozen auch zweimal. So, und dann gab es welche mit Blümchen. Die finde ich wunderschön. Die haben so wunderschöne Farben. Dann gab es sowas hier mit Eulen und Schlüssel. Und die hier mit dem Traumfänger. Ich finde den Traumfänger wunderschön und ich finde die Federn auch wunderschön, diese Pastellfarben.
Musste mit. Musste mit ist einfach verstandlos im Wagen gelandet. So, dann gab es unlängst, ich habe es in Holz gesehen, diese Clear Stems neu mit den Acrylblock. Das hier war der einzigste von den Clear Stems, den es bei uns gab, der einzigste. So, da war ein Zwischenruf im Hintergrund. Das war das einzigste Set mit Clear Stems und Block, was es gab. Nicht nur das einzigste Set, das war das einzigste, was da überhaupt lag. Ich habe es mitgenommen, weil ich auch noch gerade Glück hatte, weil es auch noch die Traumfänger waren, die ich auch haben wollte. Manchmal muss man auch im Leben Glück haben. So. Denn ebenfalls Pinsel habe ich mir gedacht, nehme ich auch mal mit, weil ich habe jetzt einige meiner Pinsel versorgt beim Fensterrahmen streichen. Ja. Ich weiß, dass man damit normalerweise keinen Fensterrahmen streicht. Ich habe aber allerdings ein bisschen unachtsam rumgesaut und habe die Wand ein bisschen eingesaut und da brauchte ich was Kleines, um diese Flecken auszubessern. Und ja. Nobody is perfect. Hier, ich sag doch, ich habe zweimal Minigabs. Da tauchen sie wieder auf. Es ist nichts verloren, es ist nur unübersichtlich in der Tasche. So, denn nochmal Acrylfarben. Und zwar war ich schockverliebt. Ich habe irgendwie nach oben gegriffen, weil da irgendwas stand, was ich nicht definieren konnte, weil die Rückseite nur zu sehen war. Und ich habe es gezogen. Ich habe mich schockverliebt. Es waren glitzernde Acrylfarben. Ja, ich bin mal gespannt, wie die sich im Resin verhalten. Ich habe auf jeden Fall zwei Packungen genommen, weil ich auch gerne mit dem Glitzerzeug so zwischendurch auf Bildern male. Ja, da freue ich mich aufs Ausprobieren. 6 Farben für, ich meine, 2 Euro. Ja. Kann man nicht meckern bei dem Preis. Und das sind sehr große Tuben. Das sind 100 Milliliter Tuben, glaube ich. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Es müssten 100 Milliliter Tuben sein oder 250. Es sind auf jeden Fall die großen Tuben. So, dann gab es für mein Bastelzimmer ein Freshmatic. Ganz unspektakulär, aber ich wollte einen fürs Bastelzimmer auch haben. Man hat hier ja meistens dann irgendwelche Farbgerüche in der Luft liegen und man riecht zwischendurch auch gerne mal irgendwas anderes, was blumig ist. So, dann gab es einmal Stifte. Ich bin der Meinung, dass das hier neue 12er-Boxen sind. Steffi, falls du das hier sehen solltest und ich Farben doppelt habe, ja, ich werde dir die Farben dann zeigen, wenn ich doppelte habe. Dann kann ich dir die gerne abgeben. Aber das hier muss eine neue Sortierung sein. Also ich schätze, hier sind mindestens 1, 2 Farben vielleicht neu. Ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall ist hier der Colorless Blender drin und den habe ich noch nie in einer 12er Packung vorher gesehen. Also der war sonst immer nur in den 24er Packungen drin. So. Da werde ich nachher mal gucken. Meine Stiftchen stehen ja da sortiert. Da werde ich nachher mal gucken, was hiervon noch nicht doppelt ist und werde das dann dazu sortieren. Ja. Dann gab es nochmal Disney-Blöcke und da habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe ja neulich schon gesagt gehabt, den hier hätte ich gerne zweimal gehabt. Jetzt habe ich ihn ein zweites Mal. Yay! Freue ich mich. Dann kann ich da auch mal mit basteln. Ich bin da immer geizig, wenn ich einen Block nur einmal habe, das dann auch tatsächlich zu verbasteln. Ich weiß, das ist total bekloppt, aber... Und es gab die Frozen-Blöcke. Die gab es vorher bei uns noch nicht. Ich habe die dann irgendwann mal in einem Haul gesehen und irgendwie war ich traurig, weil ich mag Frozen. Und ich finde den hier traumhaft schön im Vergleich zu diesem mit dem Glitzer. Der ist so schön schlicht und gerade diese Einzelbilder, die sind so schön. Da haben wir noch dieses Einzelbild. Und das hier, ich finde das so, so schön. Ich werde da irgendwas als Wanddeko von basteln. Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil ich finde die so toll. Ich liebe Disney. Ich liebe Disney, ich liebe Frozen.
Und diese Blöcke, die sind echt traumhaft schön. Also das sind meine favorisierten Blöcke, die kriegt auch kein anderer. Das sind meine, da bin ich geizig. Alles meins, mein Schatz. So, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch ein paar Sachen hier. Hier sind die Feuerzeuge. Dämon, das ist nichts für dich. Komm, geh mal. Geh mal zur Seite. Dann geh zur Seite. Bubi! Sind Feuerzeuge. Der Kater ist an allem interessiert. Ja, diese Stabfeuerzeuge mit diesem flexiblen Hals, die finde ich sogar besser als die anderen, wenn man da. Komm, geh. Wenn man da ein bisschen besser in die Ecken mit reinkommt und auch ein bisschen mehr Gefühl hat. Aber ja, ich setze mehr Hoffnung in den Creme-Brûlée-Brenner und in das Systementlüfterzeug. Nichtsdestotrotz. Dann gab es nochmal Acrylfarben. Irgendwie habe ich heute ganz schön viel Acryl gekauft. Aber dieser Holzkasten, der hat es mir einfach angetan gehabt. Also habe ich den auch mitgenommen für 3,59 €, meine ich. Tiger, das ist interessant, wa? So, und jetzt kommt der Endspurt. Ich weiß, ich wollte. Ach nee, ich mach die Sticker zuerst. Da haben wir hier noch einmal diese Sticker. Die habe ich. Ja, die fand ich auch ganz schön mit diesen pastelligen. Als ich die gesehen habe und habe die eingepackt. Traumfänger pastellig geht immer. Und einmal die Vögelchen. Dann habe ich einmal Papier gekauft. Ich weiß, ich wollte kein Papier mehr kaufen, aber es ist nicht viel, was ich gekauft habe. Und ja, das waren Papiere, die ich schon gesehen habe, aber die es hier nicht gab und die ich dann unbedingt haben wollte. Die habe ich dann auch heute mitgenommen. Da gab es einmal diesen Metallic-Cardstock. Da sind 18 A5 drin. Ich mache den einmal auf und blätter den einmal ganz schnell durch. Weil ich die Farben noch nicht kenne. Den habe ich auch, glaube ich, noch nirgends gesehen, diese Farbsortierung. Ich habe den in Pastellfarben. Da sind drei dunkelblaue drin. Drei von den hellblauen. Dreimal lila. Dreimal so ein Petrol. Ja, dunkles Petrol. Dann rot. Und bronzefarben. Nichts Weltbewegendes, aber ich finde Metallic eigentlich immer ganz schön. Da kann man auch schöne Ausstanzungen draus machen oder schöne Plots als Kartenaufträger. Und man kann die theoretisch einmal falzen, falten und hat ein Kartenrolling. So, dann gab es scheinbar ein neues Holographic-Sortiment. Auf jeden Fall kenne ich dieses mit dem Rot und dem noch nicht. Da gucken wir uns auch eben einmal schnell an. Wem es zu langweilig ist, sich Papier anzugucken, der kann gerne auch abschalten. Danach kommt nichts mehr. Ansonsten halt schaut einfach, wie ich euch die Papiere zeige. Ich mache das immer gerne. Vor allem finde ich, sieht man die so wesentlich besser, als wenn ich nur ein Foto zeigen würde. Und es sind ja immer verschiedene Sortierungen in den Packungen. Da ist einmal das Russes, finde ich sehr schön. Dann Blümchen und Gold. Oh. Die sind gut. So Regenbogen. Ich liebe dieses Holographic-Papier. Ich weiß immer nie, wofür man das verbasteln sollte, aber ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach, das zu besitzen. So, dann das Grüne. Ja. Dann das Blaue hier. Ist auch wieder mit so bewegten Holographic. Dass man glaubt, die Kreise bewegen sich. Dann mit Herzchen. Oh, das ist schön. Das gefällt mir richtig gut mit den Herzchen. Das sieht auch aus, als ob die sich bewegen würden. Dann einmal Quadrate. Dann dieses Pinke. Das ist auch. Wow. Das ist auch sehr interessant, finde ich. Denn dieses Lied. Oh, das ist eine schöne Farbe. Kommt jetzt in der Kamera gar nicht so gut rüber, wie sie ist. Das ist wirklich eigentlich mehr so lila, weniger magenta. Aber, oh, das ist schön. Das finde ich toll. Die Sterne. Das, was letztes Mal zu langweilig an den Sternen waren, das ist hier jetzt echt wieder gut gemacht worden. Schade, dass es dieses Set nur einmal gab. Wobei gut, ich wollte ja eigentlich gar kein Papier mehr kaufen. Von daher ist es gut, dass es das Set nur einmal gab. Aber
Das ist schön. Wenn es das das nächste Mal nochmal gibt, das kaufe ich auch nochmal. So, und dann das hier. Ja, das ist auch schön. So, das waren die holographischen Papiere. Und dann hatte ich auch noch in einem anderen Haul dieses Glitzerpapier hier gesehen. Das ist ein zweites Set von dem, was ich neulich schon hatte mit den dunklen Farben, allerdings mit hellen Farben. Und ich fand dieses Blau schon in dem Video, den man nicht Plastik fressen. Fand ich in dem Video schon so schön. Und ja. Dann machen wir auch einmal auf und gucken uns die Farben an, die da drin sind. Ja. So, da haben wir einmal dieses wunderschöne Blau. Ich finde das ja auch traumhaft. Das glitzert wirklich wie ein Sternenhimmel. Denn Silber. Denn ein Schwarz, Anthrazit. Es ist mehr Anthrazit als Schwarz, aber ich finde es wunder, wunder, wunderschön. Dann ein wunderschönes knalliges Pink. Ein wunderschönes Flieder. Ein wunderschönes, wirklich sattes, frühlingshaftes, sommerhaftes Grasgrün. Es wirkt jetzt in der Kamera wirklich etwas türkis, dabei ist es wirklich grün. Und ein Gold. Das hätte ich auch gerne noch mehrmals wie zweimal mitgenommen, weil hier sind wirklich nur sieben Bögen drin. Seht ihr hier? Sieben A4-Bögen. Und ja, ich finde dieses Glitzerpapier einfach traumhaft. Es ist auch von der Struktur her nicht so rau, sondern mehr glatt. Und das, ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, in der Zwischenzeit zu plotten, aber ich denke, das lässt sich gut mit dem Plotter verarbeiten oder auch gut stanzen, ohne dass es großartig reißt. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Und wenn es dann nochmal irgendwann dieses Papier gibt, ja. Also, auch wenn ich mir immer sage und auch verspreche, kein Papier mehr zu kaufen, Glitzerpapier, werde ich immer kaufen, wenn ich das in Action sehe. Oder auch holographisches Papier. Gefahren war ich eigentlich wegen diesen neuen Bastelblöcken, die es gab, mit diesen Waschbären und sowas und diesen aquarellartigen Papier, was dabei ist. Die gab es leider Gottes nicht. Wobei, Gott sei Dank, ich habe so auch schon genug Geld ausgegeben. Naja, ich möchte es jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, euch hat der Haul ein kleines bisschen gefallen. Dann lasst mir ein Like da. Ansonsten, Kritik ist immer gerne willkommen. Dürft ihr auch gerne da lassen. Ich nehme es niemandem übel. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen wunderschönen ersten Mai-Feiertag und bis zum nächsten Mal. Der nächste Haul wird gar nicht lange auf sich warten lassen, weil ich brauche definitiv noch ein paar Sachen aus Nienburg. Also, man sieht sich ganz bald wieder, spätestens vielleicht sogar morgen, übermorgen mit einem Craft-Update oder irgendwie sowas. Ich werde auf jeden Fall meine Gardinen zeigen. Das mache ich. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Entspannt schön. Der Tag war sicherlich stressig genug für den einen oder anderen, nicht nur für mich. Tschüssi, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.